Neben dem rein runterkompilierenden Maschinencode macht diese Kompilierumgebung vom Quarkus auch sehr viele Optimierungen, also so eine Art Tree-Shaking, also alles, was nicht mitfliegt, wird rausgeschmissen, was den Code dann auch nochmal schlanker macht. Also selbst wenn man im Quarkus mit JVM betreibt, hat er da auch schon massive Speicher- und Laufzeitvorteile gegenüber anderen Java-Frameworks. Also insofern, selbst dann hilft Quarkus schon. Wirklich interessant wird es dann eben, wenn man es wirklich nativ macht. Wo man aber aufpassen muss, und das ist ein Punkt, wo man dann, wo wir auch sehr viel haben lernen müssen und da auch unsere ganze automatisierte Testumgebung und sowas entsprechend aufgezogen haben. Der Quarkus ist dann auch ganz, oder die Kompilierumgebung da, ist ganz gern mal ziemlich aggressiv im Wegwerfen. Und gerade Reflection verträgt sich gar nicht so gut mit dieser Art der Optimierung, weil statisch nicht festgestellt werden kann, welche Klassen, Funktionen unbedingt genutzt werden, wenn ich Reflection nutze. Das kann erst zur Laufzeit festgestellt werden. Also das ist so eine Falle, da muss man aufpassen, da braucht es dann auch ein bisschen die Erfahrung, wie kriege ich das dann hin, dass ich die dann trotzdem nutzen kann. Also das heißt nicht, dass man keine Reflection verwenden darf, aber man muss es halt spezifisch kundtun. Und man muss dann eben auch, wie gesagt, in den Tests massiv aufpassen, dass da Unit-Tests reichen da bei weitem nicht aus. Man muss wirklich dann das fertig kompilierte Ding dann jedes Mal testen, also mit Integrationstests, Postman zum Beispiel, dass man da auf der sicheren Seite ist und dann nicht erst im Test- oder Produktivsystem dann merkt, dass einem Klassen weggeworfen wurden, weil der beim Kompilieren da aggressiv ziemlich viel weggeworfen hat.